Stuttgart. Ich will mit euch mal die Magnetwimpern zusammen ausprobieren. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so leicht aufgeht. Ich habe mir extra eine Schere hergerichtet. Das Lustige ist, ich habe sie schon mal probiert in der Arbeit. Wie soll ich sagen, ich habe mich total dämlich angestellt, was das betrifft, weil die waren viel größer als die, die ich mir jetzt gekauft habe. Eigentlich wollte ich mir keine kaufen, aber ich fand das irgendwie eine lustige Videoidee. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich mal welche und probiere sie aus. Also, ich erkläre euch das kurz. Es kommt mit so einer Klammer, Zange, wie immer man das auch nennen mag. Man muss den einen Kopf nach vorbiegen, damit das so aussieht. Dann muss man die Magnetwimpern nehmen. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das hin. Ich hab bei dem anderen gemerkt, dass ich das überhaupt nicht hingekriegt habe. Bei den größeren Wimpern in der Arbeit. Das Problem ist auch, man hat ja auch ein oberes und ein unteres. Und ich hoffe, dass ich das dann auch wieder da drauf kriege, so wie es... Weil sonst weiß ich ja dann nicht mehr, welche wohin gehören. Aber wir werden es gleich sehen. Drückt mir die Daumen, dass ich das schaffe. So. Also, die sind jetzt auf den Magneten befestigt. Das war jetzt die... Diese... Oh Gott, ich werde das sicher nicht hinkriegen. Ich versuche ich mal... Ich kriege das sicher nicht hin. Oh Gott. Das Problem ist, ich glaube, ich habe das nämlich jetzt falsch drauf da an. Ich glaube, bei dem... Man muss das jeweils immer... Jetzt ist sie mir am Boden geflogen. Oh mein Gott! Ich werde das sicher nicht hinkriegen, ich sag's euch gleich. Aber ich habe mir das eine lustige Videoidee. So, bloß nicht zu viel. Aus- und einatmen. So. Ich glaube aber auch, dass es mehr an der Zange liegt. Stimmt das jetzt überhaupt? Okay, aber jetzt ist es einfacher für mich. Die da irgendwie... Oh Gott, wie soll denn das funktionieren? Wie soll das gehen? Ich probiere es jetzt mal da anzulegen. Oder ich gebe den Finger dazwischen. Jetzt ist die umklappt. Sehr schön. Oder ich gebe einfach mal den... Das ist doch ein Scheiß, oder? Jetzt hat sich die umdreht. Das ist doch voll für ein... Ja. Jetzt ist sie mir runtergefallen. Das kann was werden. Gerade das Video wird 5 Stunden lang. Und es hat nicht funktioniert. Warum nicht? Ich glaube, weil die Magnete nicht aneinander gehängt sind gerade. Sieht das nicht wunderschön aus? Und wie soll denn das gehen? Au, das hängt mitten an meiner eigenen Wimper. Okay, probieren wir es einmal noch. Ich sag's euch, das ist ja voll für ein Horst. So. Das ist wirklich nicht leicht. Wirklich nicht leicht. Ich möchte wissen, ob es die Kunden geschafft haben, die sich die gekauft haben. Aha. Irgendwas mache ich falsch. Seht ihr das? Ich hole euch mal näher dran. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nur noch nicht was. Au. Das ist urschwer. Okay, ich würde sagen, fast. Nicht, das schaut so scheiße aus, oder? Ich finde, das schaut beschissen aus. Das schaut mega beschissen aus. Oh. Ich schaue aus wie eine Drag Queen. Und die, wenn man genauer hinschaut, kleben die wieder nicht an den Wimpern. Ach Gott, ich verzweifle gleich noch. Aua, ich reiß mir da gerade meine eigenen Wimpern aus. Wie soll denn das gehen? Das ist ja wirklich, 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 wirklich ärgerlich. Die kleben nicht aneinander, warum? Ich sag's euch.
mir das echt einfacher vorgestellt als diese ihr wisst schon, was ich meine. Ich fahre mir auch mit der Zange dauernd ins Auge. Scheiße. Ich mag nicht mehr. Das ist ja blöd. Nächster Versuch. Ich glaube, man braucht einfach nur Übung. Aber ich glaube, dass bei mir Hopfen und Malz verloren ist. Mir ist die Wimper gerade am Boden geflogen. Ich kann das nicht. Leute, ich habe einen fetten Käfer auf meinem Fenster. Ich kann das nicht. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man es irgendwie sieht, aber ich kann es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Jetzt sieht man es vielleicht. Sieht man es? Ich hoffe, man sieht es. Das Problem ist, dass ich die hinteren Wimpern bei mir nicht erwische. Und... Au, das ist auch unangenehm zum Abnehmen. Einmal probiere ich es jetzt noch. Ich will ja nicht, dass das Video 10 Stunden lang ist, aber ich da probiere, Wimpern raufzugeben, die ich eh nicht schaffe, raufzukriegen. So. Ich habe mir nur gedacht, das wird lustig, weil ich mich eh so blöd anstelle. Ich habe es nämlich gewusst. Ich glaube, man braucht aber wirklich nur Übung. So wie beim normalen Wimpern aufgeben. Da braucht man ja auch eigentlich nur Übung. Ja super, jetzt hängen sie zusammen wieder. Das ist ja der Urschmarrn. Noch immer nicht richtig. Es hängt noch immer von den echten Wimpern weg. Seht ihr das? Irgendwie habe ich da das Problem, die an meine dran zu kriegen. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie funktioniert das. Ich will das aber unbedingt hinkriegen, Alter. Ich will die unbedingt tragen. Einmal noch. Au, das ist so unangenehm jetzt. Ich hab's, glaube ich, geschafft. Oder? Nein, es hängt wieder am Ende weg. Es ist wirklich zum... Au, Mäusemelken. Okay, bevor wir jetzt komplett das Video beenden, versuche ich doch noch die andere Seite zu machen. Ich glaube, das werde ich gar nicht hinkriegen, weil... ich... Rechtshänderin bin. Und deswegen werde ich das hier gar nicht hinkriegen. Das Problem ist, wie will man denn dann wissen, was welche ist? Das ist ja der Urscheiß. Also ich finde die scheiße. Ich weiß nicht, wie ihr die findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich finde sie kacke. Nein, ich krieg das nicht hin. Tut mir leid. Also ihr werdet sicher euren Spaß gekriegt haben. Oder gehabt haben. Aber ich bin dafür wirklich zu behindert. Ich krieg das nicht hin. Es will einfach nicht. Weiß nicht, ob das jetzt doch daran liegt, dass die Wimpern zu kurz sind und dass... Nein, ich krieg das nicht immer. Auf der Seite kriege ich es gar nicht drauf. Da kleben die eher an der Zange fest. Also ich lasse es jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich finde das blöd. Ich finde es wirklich blöd. Also mir gefällt es überhaupt nicht. Vielleicht einfach, weil ich dafür zu dumm bin. Könnte eine Möglichkeit sein. Aber ich mag es gar nicht. Ich mag es wirklich gar nicht. Also das ist für mich rausgeschmissenes Geld jetzt eigentlich gewesen. Es sollen noch welche von Art Deco kommen. Ich hoffe, dass wir da aber Proben kriegen zum Ausprobieren. Das ist ein Scheiß. Entschuldigung den Ausdruck, aber das ist echt ein Scheiß. Die Frage ist auch, wie soll man denn dann wissen, was da rechts und was da links ist, wenn da... Also sorry, aber die finde ich beschissen. Mega beschissen. Ich meine, die Verpackung geht wieder gut zu, aber das Problem ist, dass die jetzt da unten liegt. Seht ihr das? Ja. Also ich glaube, ich bleibe beim Kleben von Wimpern. Und keine Magnetwimpern. Da habe ich mir einmal voll weh dann, wie die einmal oben hängt ist, die Wimper. Und auf dem Auge kriege ich es gar nicht hin. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich nur auf einen Auge hinkriege und auf den anderen nicht. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt falsche Wimpern aufkleben, weil irgendwie habe ich jetzt Bock drauf bekommen.
Aber nur vielleicht, schauen wir mal. Aber irgendwie will ich nicht. Irgendwie habe ich keinen Bock. Nö, irgendwie habe ich keinen Bock. Oder doch? Ich weiß nicht. Irgendwie, nein, ich glaube, ich lasse lieber, weil... Ich meine, ich habe zwar jetzt einen Vergrößerungsspiegel, aber ich glaube auch, meine Mascara ist schon leer. Ja, also ich finde das mega kacke. Ihr könnt es mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Oder ich stelle mich einfach nur zu behindert an. Das kann es auch sein, natürlich. Also ich glaube, dass ich mich einfach dumm dafür anstelle. Ihr könnt es mir ja stattdessen in die Kommentare schreiben, ob ihr Magnetwimpern schon mal probiert habt. Meine Augen tun weh. Und ob ihr damit zurechtkommen seid. Ich bin nicht damit zurechtkommen. Ich weiß nicht, ob ich die mir von Adeko auch nochmal kaufe zum Probieren. Aber die von Kiss finde ich mega kacke. Und die gehen aber so gut bei uns. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr zu Magnetwimpern steht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye. Meine Augen tun so weh.